Himmel und Hölle von Roland Köbler. Zu einem der letzten Weisen kam ein einsamer Wanderer, um sich Rat zu erbitten. Ich wollte fragen, ob ihr mir den Unterschied zwischen Himmel und Hölle erklären könnt. Natürlich kann ich dir den Unterschied erklären. Noch besser ist es jedoch, wenn du einfach mit mir kommst. Ich werde dir den Unterschied zeigen. Er stand auf, legte sich eine Decke um die Schultern, drehte sich um und ging. Dem Fragenden blieb nichts übrig, als ihm zu folgen. Auf einem steinigen Pfad führte ihn der Weise zum Eingang einer großen Höhle ganz in der Nähe. Vorsichtig kletterten sie hinein und stiegen in den Berg hinab. Lange Zeit war es so dunkel, dass sie sich nur mühsam vorwärts tasten konnten. Aber endlich weitete sich der schmale Gang. Sie kamen in einen großen Raum und nahmen Tausende von Menschen wahr. Ein fürchterliches Stöhnen und Schreien quälte die Ohren des Suchenden. Die Menschen wandten sich vor Schmerzen auf dem Boden oder drängelten sich dicht um den Topf, der in der Mitte des Raumes auf einem Feuer stand. In diesem Topf schienen köstliche Speisen zu garen. Es duftete so herrlich, dass der Suchende sofort gewaltigen Hunger spürte. Mit großen, wissbegierigen Augen schaute er in den Raum. Während der Weise sich an die Felswand des Höhlenweges lehnte und beobachtete. Schließlich fragte der Suchende: Ich verstehe nicht, warum schreien diese Menschen so? Was fehlt ihnen denn? Der Weise runzelte ein wenig die Stirn. Du hast doch lange hingeschaut. Hast du nichts gesehen? Verwirrt richtete der Mann seinen Blick wieder auf die Menschen in der Höhle und sah sie genau an. Die Menschen auf dem Boden schrien zwar vor Schmerzen, hatten aber offensichtlich schon aufgegeben. Sie lagen nur noch da und krümmten sich. Die anderen, die um einen Platz an dem großen Topf kämpften, schienen voller Kraft. Rücksichtslos, manchmal sogar mit brutaler Gewalt versuchte jeder Einzelne, möglichst nah an den Topf zu kommen. Und plötzlich fiel dem Mann auf, dass all die Menschen, die sich um den dampfenden Topf drängten, in ihren Händen riesige Löffel hielten. Diejenigen, die am nächsten beim Topf standen, versuchten mit diesen Löffeln die Speisen aus dem Topf zu fischen, um endlich ihren Hunger zu stillen. Die gefüllten Löffel waren jedoch viel zu lang und schwer für sie. Obwohl sie sich verrenkten und es immer und immer wieder versuchten, gelang es keinem, die verlockenden Speisen an den hungrig aufgerissenen Mund zu führen. Zwar konnte ab und zu der ein oder andere seinen gefüllten Löffel aus dem dichten Wall von drückenden und stoßenden Menschen retten, ohne allzu viel zu verschütten, doch dann musste er feststellen, dass seine Arme viel zu kurz waren, um den langen und schweren Löffel an den Mund zu führen. Alle Versuche der ausgehungerten Menschen, sich die Nahrung in den Mund zu schieben, endeten damit, dass die Löffel umkippten oder umgestoßen wurden und die Speisen in der Erde versickerten. Als dies der Ratsuchende erkannte, erschrak er. Das ist ja schrecklich! Welche Qualen müssen diese Menschen erleiden? Dies ist wahrlich die Hölle! Ja, murmelte der Weise, und jetzt lächelte er nicht mehr. Und das Furchtbarste dabei ist, dass diese Menschen ganz genau wissen, was
sie tun. Er zog sich seine Decke noch dichter um die Schultern, als ob ihn frösteln würde. Komm jetzt weiter, ich will dir den Himmel zeigen. Nur zu gern folgte der Suchende dem Weisen, und noch lange hörten sie auf ihrem Weg durch den Berg die Schmerzensschreie und das Stöhnen der ausgehungerten Menschen. Der Weg führte sie wieder in den Berg hinein. Wieder war es lange dunkel, eng und beschwerlich zu gehen. Und dann öffnete sich wieder ein großer Raum. Er unterschied sich durch nichts von dem ersten. Auch hier sahen sie Tausende von Menschen. In der Mitte des Raumes stand der große Topf, und es schien dem Ratsuchenden, als würden in ihm dieselben herrlichen Speisen gekocht. Im Gegensatz zur Hölle jedoch war es hier angenehm ruhig. Die Menschen standen zu zweit oder in kleinen Gruppen und sprachen miteinander. »Ich verstehe nicht«, murmelte der Fragende erstaunt und mehr zu sich selbst. »Dies soll der Himmel sein? Hier sieht es doch genauso aus wie in der Hölle. Die Menschen haben sogar dieselben Löffel in den Händen. Diese Löffel, die zu lang und zu schwer sind, um damit essen zu können.« Der Weise hatte sich inzwischen auf einen großen Stein am Eingang gesetzt. Er schaute in den Raum und es schien, als würde er sich freuen. »Ja, ja, du hast recht«, erwiderte er, drehte sich zu dem Ratsuchenden um und lächelte mit einem kleinen Funkeln in den Augenwinkeln. »Hier ist es wirklich genauso wie im ersten Raum. Und doch gibt es Unterschiede.« »Aber...« Der Suchende war jetzt so aufgeregt, dass er den Arm des Weisen packte. »Ich kann keinen feststellen. Schau doch, es ist alles genau gleich. Der Raum, der Topf auf dem Feuer, die vielen Menschen, die viel zu langen und schweren Löffel. Und trotzdem ist es hier ruhig. Alle sehen zufrieden aus. Die Menschen reden miteinander und scheinen satt zu sein. Wie kommt das?« »Warum schaust du mich an, wenn du eine Antwort auf diese Frage willst? Schau hinüber, dort findest du die Antwort.« Die Augen des Weisen verschwanden fast hinter den großen Lachfalten. »Wozu hast du eigentlich Augen, wenn du damit nicht sehen kannst, was wirklich ist? Vertraust du darauf, dass ich dir sagen werde, was du sehen sollst?« Der Ratsuchende blickte wieder in den Raum, und plötzlich bemerkte er an dem großen Topf, der allen Menschen reichlich Nahrung bot, zwei Männer. »Sieh doch!« Er zerrte den Weisen von seinem Stein und wies mit der Hand in Richtung des Topfes. »Keiner stört sie dabei, wenn sie sich Nahrung holen wollen. Da, schau! Der eine kann seinen langen Löffel in aller Ruhe in den Topf tauchen. Und jetzt? Jetzt hält er den gefüllten Löffel, um den anderen davon essen zu lassen. Das ist richtig. Die Menschen hier haben gelernt, sich gegenseitig zu füttern. Das ist das Geheimnis des Himmels. Ist das wirklich ein Geheimnis?« Der Weise schaute den Ratsuchenden ernst an. Dann lächelte er, wandte sich ab und ging den Weg zurück, den sie beide gekommen waren, ohne sich noch einmal nach dem Fragenden umzudrehen.